Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio C-Blocks hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wie wir sehen, wir haben unsere 100 Platten, die bringen uns 5,9 Megawatt. 6 sollten es eigentlich sein. Und es reicht nicht aus. Es wird kaum was geladen in die Akkus. Es ist wirklich ganz hart an der Grenze. Also unser Stromverbrauch alleine 2,4 Megawatt natürlich. Nur diese Elektrolyser, wo wir das ganze Zeug auch noch verbrennen, sinnloserweise. Also, was die eigentlich herstellen. Also, naja, gut, das ist natürlich wirklich arg grenzwertig, aber das ist erstmal so. Wir haben es uns so selber erstmal gewählt. Wir wollten diesen Weg gehen. So, achso, ich habe ja diese vielen Landfills hier, ne? Genau. Da werden wir jetzt mal hier mal ganz kurz ein bisschen den Laden erweitern. Das war eins zu weit. So. Im Groben und Ganzen soll das hier alles denn zu unserem Reich gehören. So. Im Groben und Ganzen natürlich die Aufgabe, dass ich hier mit meiner Metallproduktion ein bisschen größer werde. Was dazu führen wird, dass wieder jede Menge Ziegel brauche ich noch. Ja, siehst du, da war ja was. Ich brauche Ziegel. Steine verbrennen. Hiermit. Ich muss Steine herstellen. So. Ich brauche Steine. Wo war es hier? So, ich brauche Steine. So, stell mal Steine her. So, wie sieht es hier jetzt aus mit der Produktion? Blei? Gut, dann können wir dich hier schon mal umstellen auf Molten Iron. Da kannst du hier kriegen, du. Ohne Ende. Da habe ich richtig viel von dem Sack. Also in der Tasche, meine ich. Und du machst Eisenplatten. So, da machen wir Bleiplatten. Ja, es geht so. So, dann du. Koche Steine hiervon. Denn wir wollen jetzt in dem Bereich, wie heißt das Ding hier? Wir wollen ein Furnace MK1 noch bauen. Da brauchen wir jede Menge Ziegelsteine, jede Menge Eisenrohre und Eisenplatten. Eisenplatten können wir schon mal holen, Ziegelsteine. Eine Casting-Maschine brauchen wir auch noch eine neue. So, hier, komm, immer nimm hin. Und du nimm gib her und, ja. Und du machst hier fleißig Steine, ne? Ja, ja. So soll das sein. Ich möchte erstmal den machen, da brauchen wir noch ein bisschen Eisenplatten. Reicht noch nicht ganz, oder? Doch, reicht. Gut, wir brauchen jetzt einen Induction Furnace, einen weiteren. Und wenn der dann hier irgendwann mal, warte mal, dann hören wir erstmal wieder auf. Volles wird denn hier der abgebaut, das wird dann hier aufgestellt, da werden dann da zwei hier stehen, zwei von den anderen Dingern auch. Da brauchen wir noch wieder Ziegelsteine für, okay. Hätten wir, zack, produziere den auch gleich noch hinterher. Und dann bauen wir uns nämlich hier oben, dass wir dann hier die Kiste produzieren und dann gehen wir mal da hoch und schmeißen das aus der Kiste erstmal, dann verteilen wir da drinnen und dann produzieren die das, was sie sollen und geht das ein bisschen schneller. Hoppala, da war kurz der Strom weg. Das wird uns jetzt so häufiger passieren hier. Wir haben über 1000 mal Carbon. Den wir erstmal verteilen können. So, dann verteilen wir natürlich auch hier drin wieder Carbon. Als Brennstoff. Und hier müssen wir uns mal dann. Ach ja, hier müssen wir auch nochmal so eine Erweiterung machen, dass wir hier quasi auf der Seite so ein Ding hinstellen. Eine Pumpe anschließen und auch so mit zweimal Strom herstellen lassen. Ich glaube, wir können uns das jetzt leisten hier von der Kohleherstellung und damit wir dann über Nacht ein bisschen mehr Strom haben. Oh, das werden wir machen, das gehen wir mal an. Da gehen die nächsten Eisenplatten flöten, die ich gar nicht habe, ne? Eine Pumpe habe ich noch eine, ne? Ja. Ich brauche so ein Ding, Heizkessel. Ich brauche einen Schmelzofen. 20 mal so eine Kunde, ne, egal. So, nehmen wir das erstmal. Du kriegst erstmal das noch. Dann bauen wir uns erstmal selber so einen Schmelzofen, ehe da hier noch irgendwie hier Unstimmigkeiten passieren. Wir brauchen für den Heizkessel natürlich Eisen. So,
Dann machen wir uns einen Heizkessel. Und noch eine Dampfmaschine. Dann haben wir nämlich das schon mal in der Tasche. Gut. Jetzt muss ich noch mal ein paar Landfills mir machen. Oder holen. So. Gucken wir mal. Da haben wir 63. Du bist hier fleißig am Machen, aber dann gucken wir da nochmal 65 raus. Das sollte ausreichen dann. Halt, wir machen das mal mit dem Modder hier gleich. So. Ich denke mal, um diese Nodul-Produktion oder so, das was das dann nachher gibt, richtig anzuwerfen, werden wir das auch durchaus. Brauche ich noch einen beheizbaren? Nee, kann ich machen, so. Eine weitere Washing-Anlage aufbauen. Bis hin zu diesem Mudwater, wo man die Nodules rauskriegt. Und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Ob man das dann noch wieder veredeln kann oder nicht. Oder ob denn da was verschwindet. Wir werden sehen. Ist dieses Nodule, das könnte sowas sein wie diese Manganknollen-Geschichte, ne? Ich habe davon ja auch mal gehört, dass sie da irgendwie im Pazifik irgendwie Manganknollen ernten wollen. Die dann. Hau mal in den Ofen da. So. Müssen wir erstmal aus dem Weg gehen. Dann brauchen wir den befeuerten Nikam-Roboter. Der sich jetzt mal selbst befeuert. Dann brauche ich. Hier dran und die hier dran und dann brauchen wir hier mal Strömlinge für beide, so. Kommen wir dann noch an die Kiste, ja, da kommen wir noch ran. Wir brauchen jetzt noch die Pumpe und schon haben wir die Stromerzeugung verdoppelt aus fossilen Brennstoffen. Liegt einfach daran, ich will die Dinger hier mal wieder ordentlich voll aufgeladen haben und über Nacht nicht immer mit ganz wenig Strom klarkommen. Die Frage ist, ob wir hier an der Stelle denn genügend produzieren. Das könnte natürlich jetzt der Knackpunkt werden, dass wir nicht mehr genügend fossile Brennstoffe nachher am Ende haben. Kann passieren. Wir hoffen es nicht. Ansonsten muss ich zwischendurch immer mal so ein Stündchen das laufen lassen. Und ohne euch quasi offstream dann Zeitsprung machen und dann. Obwohl jetzt momentan das hier in dieser Produktion hapert, dass die eher nicht so ganz nachkommt. Na gut. Also, noch haben wir die Möglichkeit, diese ganze Energie zu nutzen. Warum sollten wir es nicht tun? Hier hauen wir das erstmal mit rein, damit wir dann noch ein bisschen die herkriegen. Und dann nehmen wir hier mal so die Bollos wieder raus. Dann holen wir mal die Bollos von da hinten alle ab. Ja? So. Einfach um da nochmal reinzugucken. Nehmen wir das hier mit. 4000 Stück. Und die Taschen aber ordentlich voll mit Algen. Noch nicht, wo man die blauen Algen nachher Algen sondern nicht rein. Modder soll da rein. So. Kann ich hier noch ein paar Algen loswerden? Ja, und dann packen wir den Rest da hinein. Ist das ordentlich voll? Gut. Jetzt gucken wir mal. Grüne Flaschenproduktion. Hapert an Prozessoren. Prozessoren hapert hier an Eisen. Da haben wir noch 28. Okay, das geht. Hier hapert es an Bleiplatten. Da haben wir erstmal ein paar Stück von. Können wir da erstmal freimütig reintun. Dann können wir hier müssen wir hier auch Eisenplatten reintun. Die müssen wir natürlich hier oben erstmal. Warte mal, habe ich noch. Hier habe ich noch richtig schön viel Eisen zum. Achso, das wollte ich ja. Mist. Stimmt. Das wollte ich ja erstmal abreißen. Das wollte ich ja dann erweitern. Gut, dass ich jetzt daran gedacht habe. So. Eisenkiste. Weil du produzierst dann hier für die Kiste und dann kriegst du ab und zu mal einen Auftrag, das zu produzieren, Wie jetzt zum Beispiel kriegst du den Auftrag, das zu produzieren. Und den Scheiß nehmen wir erstmal da rein wieder. Und dann kannst du das hier alles wunderbar in die Kiste ablagern und dann ist gut. Bist du fertig? Du bist fertig. So, gut. Dann brauchen wir jetzt zwei Stück hiervon. Na, dreh dich mal so, dass dein Ausgang da ist. Und du musst hier oben durchgehen können. Ja, drinnen und Ausgang auch mal nach da. So. Davon hatte ich gedacht, dass ich davon zwei habe. Habe ich auch. So. Dann. Das mit. Ja, machen wir mit dem Rohr, ne?
Wir müssen mal mit dem Rohr machen. So. Obwohl, die brauchen wir nicht mit dem Rohr machen. Aber wir können es nicht direkt dran stellen. Oder können wir es auch direkt dran stellen? Wir können es auch direkt dran stellen. Oh, jetzt kommt aber düstere Musik auf hier. So. Gut. Das ist so ein Lied, was ziemlich laut ist, ne? Gehen wir mal kurz dran. So. Dann brauchen wir Knickarm mindestens einen noch. Die das denn hier mal rausnehmen. Und uns in eine Kiste legen. So. Dann stellen wir jetzt nämlich hier mal ein Eisen. Eisenplatten. Molten Iron. Molten Iron. Und dann wollen wir jetzt hier nämlich mal ganz große Molten Iron Produktion und Eisenplattenproduktion. Das schmeißen wir hier mal gut in Gang. Wir brauchen jetzt hier nur noch Strommasten. Können wir aber uns ein paar herstellen noch. Gut, dann da. So, dann brauchen wir nämlich mindestens einen. Hier. Und einen da. Und schon arbeitet alles. Wunderbar. Wir brauchen eine Lampe hier hin. Weil wir es können. Und gut ist. Das sorgt natürlich jetzt für ordentlich Stromverbrauch hier, ne? Die beiden da hinten, ja. Die haben auf jeden Fall gut Stromverbrauch. Na gut, aber wir haben immer 4 Megawatt auch in der Nacht. Und das ist etwas, was schon mal sehr gut ist. So. Jetzt können wir nämlich hier regelmäßiger umschalten. Und können dann auch dann quasi das hier regelmäßiger umschalten. Und dann müssen wir mal gucken, wie kriegen wir denn eigentlich. Warte mal, da gucken wir mal kurz ins NEI. Nickel. Aber da ist die Produktion aber noch gehabt. Okay. Nickel. So. Die kriegen wir auch aus Blast Furnace. Den haben wir ja hier. Nee, ich will nicht den Blast Furnace herstellen. Weg. So. Und Carbon Monoxide brauchen wir dafür aber. Okay. Oder wir brauchen Nickel-Kathode. Wo kriegen wir die denn her? Kurzes Nickel. Kurzes Nickel kriegen wir aus Ore Processing Machine. Das kann man nochmal. Oh! Aus 4 wird 2 Nickel. Und das Kurzes Nickel kann man für Nickel Pellets benutzen. Man 3 von. Oder für 12 Nickel Kaonen, wo man. Und aus 12 Nickel-Kathoden kriegt man 24. Geht das? Oh Gott, Moment, da müssen wir mal ganz kurz gucken. Oh, was hat Kathoden, Sulfid Acid in einem Chemical Furnace? Was ist das hier? Blast Furnace? Induction Furnace? Warum Chemical Furnace? Alles klar. Nickel-Kathode. Moment, dann. Das muss ich mal ganz kurz nachgucken. Warte mal. Ja. Prozess Nickel. Das. Oh. Gucke mal. Das gibt's auch für Eisen. Hier mal Eisenerz, das ist zweimal Prozess Nickel. Und mit diesem Prozess Nickel können wir Iron Pellets machen. Was auch immer wir mit Iron Pellets brauchen, wofür die gut sind, können wir mal gucken. 8. Coke, Limestone, kriegen wir 24. Okay. Das ist natürlich nicht schlecht. Wo kriegen wir die nochmal her? So, die kriegen wir hier her aus Process Nick Iron. Und aus Process Iron könnten wir aber auch mit zweimal Coke Iron Ingots machen. 24, okay. Da brauchen wir den Coke. Kann ja die Katze wieder. Okay. Also hier macht man keine Kathode draus, sondern hier schmeißt man dann einfach Kohle mit raus und dann kriegt man da 24 Iron Ingot aus 8 Processed Iron. Aber wie ist denn momentan das Verhältnis? Wenn wir jetzt normal Iron Ingots, nicht usage for Iron Ingots machen, 24 Eisenerz zu 24 Iron Ingots, 1 zu 1, okay. So, und hier 8 Processed Iron. So, und 8 Processed Iron sind 16 Eisenerz. Natürlich nicht schlecht. Oh, Processing MK1 Machine. Können wir uns das schon? Haben die schon? Wo
Gut, da brauchen wir Coke dazu, ne? Haben wir die schon? Ore Processing Machine? Ore Processing Machine. Wo ist sie denn? Grr. Nö. Aber uns soll das doch bekannt sein, oder nicht? Moment. Dann wissen wir doch, was wir als nächstes forschen. Wir gucken mal bei der Forschung, was wir so tolles forschen müssen. Wir brauchen das hier. Eindeutig. Das müssen wir verbessern, das müssen wir hinkriegen. Alles klar. Gut, also wenn diese Forschung hier fertig ist, Nitrogenprozessing, dann brauchen wir, dann packen wir jetzt nochmal ein bisschen Kupfer hier, Eisenerz, Iron Plates hier hinten rein. So, damit das hier schnell fertig wird und dann geht das schon. Dann geht das hier so zu dem Gang so. Hier, das mit den Kohlen, das ist alles noch nicht so ganz ausgereift mehr. Momentan haben wir einen sehr hohen Kohlenstoffdioxidverbrauch, das liegt aber an dem Teil hier, was ist Monoxid, den Carbondioxid. Das liegt aber daran, dass wir hier dann den Coke herstellen. Na ja, gut. Wie sieht denn das aus? Werden die Dinger voll? Oh, die Dinger werden sogar voll. Wir haben Überproduktion und es wird dann nicht mehr alles gebraucht von hier. Ich bin ja mal begeistert. Ich bin ja echt begeistert. Gut, es läuft jetzt die Forschung natürlich nicht und hier läuft keine einzige Fabrik, aber... Hey. Wir haben so langsam aber sicher zumindest das mit Energie einigermaßen im Griff. So, wie sieht es hier aus mit dem... Jetzt könnte der hier mal der... Rüttelt mal das einfach durch und du rüttelst einfach mal das durch. So. Und das laden wir ab, das laden wir erstmal wieder ab. Was ist das für Zeug hier? Das laden wir erstmal da nochmal ab. Das holen wir uns raus. Weil da können wir wieder Landfills machen. So. Und wie sieht es hier hinten aus? Dann nehmen wir jetzt erstmal hier. Du hast noch viermal, okay. Du hast noch achtmal. Du hast noch zweimal. Das ist ja komische Zahl. So. Okay, dann nehmen wir das jetzt mal weg hier. Dann gucken wir hier mal. Da 360 Eisenplatten. Okay, dann wirst du jetzt uns Kupfer machen. Du wirst uns Kupfer machen. Unten bleibt erstmal bei Eisen. So. Dann kriegst du hier diese ganzen Eisendinger noch rein. Und du kriegst Kupfer ohne Ende rein. Dann machst du hier Kupferplatten natürlich. So. Uiuiuiui. Gut, also müssen wir auch noch eine Eingangskiste hier hinmachen, die dann eventuell sortiert dann das Zeug da rausnimmt. Oder wir das dann da einfach reinschmeißen. Und der nimmt sich hier dann nur das raus, was er auch wirklich gebrauchen kann. Gut. Puh. Insel wird größer. Die Akkumulatoren liefern in der Nacht erstmal Strom mit dazu. Sie halten das hier eine ganze Weile aufrecht, ne? Also gut, nicht bis zur gänzlichen. Also jetzt ist gerade... gar kein Strom. Zack. Die fallen jetzt aus, ne? Jetzt ist richtig bitter dünn dicke Nacht. Noch werden von hier 4,3 Megawatt geliefert. 4,0. Gut, jetzt sind sie leer und jetzt... Okay. Gut, geht das auch auf 0. Also, es reicht noch nicht über Nacht aus. Ist aber vollkommen klar, dass das nicht reichen wird, aber... Wir haben es zumindest schon mal geschafft, dass wir wirklich, dass das läuft jetzt so langsam aber sicher hier. Noch, sagen wir mal, noch 10, 15 Panels, dann ist das hier wirklich nur noch in der Nacht aktiv. Und wenn wir dann irgendwann mal bis zu diesen Batterieprozessen gekommen sind, dass wir hier dann uns selber die Akkumulatoren herstellen können, so weit müssen wir kommen irgendwann an irgendeiner Stelle. Das sollte auch ein nahes Ziel sein. Also wir werden jetzt erstmal mit dem Ore-Processing weitermachen. Damit wir diese Ores noch ein bisschen verfeinern können. Wenn ich da dann natürlich Coke aufbrauche, dann müssen wir natürlich überlegen, wie wir da an mehr Coke kommen. Aber das wäre natürlich, ist natürlich nicht schlecht, ne? Dann müssen wir natürlich auch noch den Chemical Furnace irgendwo herkriegen. Blast Furnace, Chemical Furnace kann ich sogar bauen. Damit dann wir beide Möglichkeiten haben. Ja, logisch, ne? Wenn das eine nicht mehr geht, müssen wir das andere nutzen. Müssen wir chemischen Ofen nutzen. Beziehungsweise den Ofen wieder nutzen, weil den können wir ja mal betreiben. Da oben muss einfach ein bisschen Kohle reinstecken und dann geht das schon hier, ne? Ja. Gut. Weil solange wir hiervon haben, ein Kilo habe ich davon noch über, da kann ich dann immer mal ein bisschen was dazu packen. Ich weiß nicht, wie es mit dem Kupfer ist. Das können wir auch gleich mal gucken. Nochmal schnell im NEI gucken. Wie es mit Processed Tungsten, Copper, Usage. Copper Pellets, also wir könnten natürlich auch über die Copper Pellets gehen. Oder? Warte mal, wie ist da die Usage?
Brauchen wir Oxygengas zu Anoden? Mann, da müssen wir mal gucken, wie das sich aufhält. Usage. Sulfuric Acid. 12 Copper Ingots. 12. Okay, da müssen wir mal gucken, wie das sich ausgeht. Oder Copper Pellets oder Copper Ingots halt mit Oxygengas in einem Blast Furnace. Das gibt ja einen Blast Furnace. Okay. Da brauchen wir den Oxygengas noch dazu. Das hätten wir sogar hier. Das ist das Verhältnis dann auch 1 zu 3. Und wie ist das mit den Pellets? Aus 3. Das heißt also, wenn ich. Moment. Prozesskoppe mache ich. Aus 6 Eisenerz mache ich. Dann demzufolge 4 Pellets. Und aus 8 Pellets kriege ich 12. Nochmal eine Verdoppelung. Das ist nochmal ein Drittel besser, ne? Dann brauche ich 12 Kupfererz, um nachher 24 von diesen Bänken zu kriegen. Oder brauche ich einen Zufall-Essay? Oh Gott. Das wird ja eine verdammt schwere Sache, das überhaupt zu bewerkstelligen, dass alles das da ist, was man dann braucht, ne? Ich glaube, dann geht es echt nur noch mit Ventilen. Und dann sagt, okay, jetzt muss das da in das Rohr, jetzt muss das in das Rohr, jetzt muss das in das Rohr. Das muss alles dann anliegen und verbraucht werden. Könnte hart werden. Oder wir müssen die Produktion direkt davor machen. Aber ich werde es auf jeden Fall mal versuchen, weil das hier mit den Kupferanoden, also das gibt es aber nicht mit Iron gibt es das nicht, ne? Settings, nee. Wo waren das? Wie kam ich denn wieder ganz nach vorne? Mit Iron gibt's das gar nicht, ne? Dass man das so an Noden verarbeiten konnte. Das hier nur Kupfer-Pellets, das ist Coke und Limestone braucht man da. Da hat man aber das gleiche, ne? Also da stellt man aus 3 dann 4 her. Ja, das ist das gleiche. Wenn ich da den Limestone hätte schon, dann könnte man durchaus aus Limestone und Coke Verhältnis noch verbessern. Na ja, gut, okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ah, ist auf jeden Fall interessant zu wissen. Das stimmt schon mal. So, dann müssen wir dann wieder das, was wir jetzt hier eingesammelt haben, was wir nicht in der Tasche brauchen, da erstmal reinlegen. Gut, wie sieht es hier unten aus? Wie viel haben wir davon? 64, was fehlt hier? Was fehlt dir, weil dir hier 10 Platten fehlen? Okay, dann legen wir da ein paar rein. Hier Kupfer, na gut, da können wir auch mal wieder ein paar reinlegen. So, dann legen wir hier oben noch wieder ein paar Kupferteile rein. Und dann nehmen wir hier oben, ganz oben mal ganz kurz, nehmen wir wieder die roten Fläschchen mit und packen die hier rein, damit die Forschung dann zu Ende ist. Wir sehen uns wieder, wenn die Hydrogenprozessing fertig geforscht ist oder irgendwas anderes Wichtiges passiert. Ich werde noch gucken bei den Solarpanels, da kann ich jetzt eins herstellen. Das liegt an den Boards, habe ich genug? Ne, das liegt wirklich an den Widerständen, die ich nicht habe. Und hier haben wir auch noch wieder ein bisschen was produziert. Wir sind schon drin, 3, okay. Aber da scheint sich jetzt hier sowieso erstmal eine ganze Weile was. Ja, da ist noch genug und da. Oh, da haben wir noch 24 von den Dingern. Da laufen hier noch ein paar durch. Also da. Grüne Fläschchen werden jetzt noch ein paar Produkte. Gut, also dann. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn euch das hier gefallen hat, ne? Daumen hoch, Abo, sonst irgendwas, Motivation für YouTuber. Ich weiß immer nicht, wie ich das machen soll. Ich bin da noch nicht so ganz bewandert. In diesem Sinne, wir sehen und hören uns. Tschüss.